Herzlich willkommen beim Herzcraft Podcast, ein Podcast rund um das Thema Soundhealing, Nada Brahma, die Welt des Klangs, die Welt der Schwingung. In der ersten Folge heute zu Gast Remo G., ein Schweizer Musiker aus dem Aargau. Remo ist in der Lage, sich in die feinstofflichen Ebenen einzufühlen und genau diese Gefühle auf der Gitarre, auf den Saiten seiner Gitarre sehr lebendig, mit viel Freude wiederzugeben. Man spürt, dass sich der Raum dadurch verändert, ein Feld eröffnet wird von unendlicher Weite, in dem man einfach sein darf. Und man könnte sagen, das baut Verbindung zu seiner Herzkraft, vielleicht auch, wenn man an sowas glaubt, zur Seele auf. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören bei diesem Gespräch. Mach's dir gemütlich, mach's dir bequem, Füße hoch, los geht's. Ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Remo, zu diesem Podcast, zur allerersten Folge. Es ist mir eine Riesenfreude, hier bei dir in diesem schönen Haus zu Gast sein zu dürfen. Ich begrüße dich herzlich. Ich möchte gleich mit der ersten Frage anfangen. Also, wer bist du? Remo, klar, aber wer bist du? Wie bist du die Person geworden, die du jetzt bist, und was machst du? Wow, große Fragen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass dieses Gespräch jetzt so stattfindet mit dir, lieber Niklas. Ich freue mich total, wie ein Kind, auf unsere Begegnung. Vielleicht auch für die Zuhörer, dass ihr das wisst. Wir kennen uns. Wir kennen uns wohl auf einer anderen Ebene schon länger. Physisch sind wir uns noch nicht so viel begegnet und es fühlt sich so toll jetzt an, mit dir in diese Verbindung zu gehen für deinen ersten Podcast. Ich fühle mich mega geehrt und es ist so,
Ja, du hast mich gefragt, eben, ja, woher kommt dieser Mensch, der jetzt hier sitzt, was bringt er alles mit? Ja, wie ist es dazu gekommen? Ja, also die Musik ist schon seit meiner frühen Jugend ein, ja, so wie ein Heilmedium. Es gibt mir, hat mir schon ganz früh Erleichterung und Heilung geschenkt in so dieser Pubertät, wo ja, schwierige Gefühle waren. Da ist die Gitarre aufgetaucht. Also ich habe wie viele andere Blasinstrumente ausprobiert, über Flöte, Trompete. Und die wirkliche Kraft, also die Gitarre ist mein Seeleninstrument, die hat mich so im Alter von 14 gefunden. Ich habe natürlich nicht gewusst, was ich tue, aber ich habe da stundenlange ohne große technische Fertigkeiten gespielt und mir wurde es halt leichter im Herzen, leichter im Sein. Also die Musik hat mir geholfen, ganz hier anzukommen auf dieser Erde, so mit, ja, also so mit diesem Ja zum Leben. Das habe ich über die Gitarre gefunden, weil da kam der Sinn. Und man sagt ja oft auch, wenn dich deine Leidenschaft küsst, das wirst du dann herausfinden, wenn du eigentlich jeden Tag Bock hast darauf. Und ja, natürlich gibt es Tage, wo die Gitarre in der Ecke bleibt, aber ich spiele einfach liebend gerne diese Klänge auf der Gitarre, die berühren mich irgendwie und die öffnen so einen weiten Raum, wo ich halt einfach zu Hause bin. Ich bin da zu Hause, also ich bin das. Und eben, wie wird man dazu? Ich kann diese Frage gar nicht so beantworten. Wie kommt man in eine starke Verbindung mit Klang? Ich würde jetzt mal sagen, bei mir war es einfach der Ruf. Es hat immer wieder gerufen. Am Anfang die Gitarre, später auch andere Klanginstrumente, je nachdem eben, was man energetisch für Impulse setzen möchte. Auch meine Stimme. Also ich habe auch in eben Pop-Rock-Bands, Singer-Songwriter gesungen, eigene Songs geschrieben. Also all das gehört für mich auch dazu, wenn wir über die Kraft der Klänge sprechen. Ja, und also wenn du den Ruf spürst, also alle lieben Menschen, die jetzt zuhören, wenn ihr den Ruf der Klänge spürt, dann geht dem nach, ohne irgendeine Erwartung. Das ist das Allerwichtigste. Weil was ich jetzt da so, was sich vielleicht ganz locker irgendwie angefühlt hat, nur schon die ersten Klänge, das ist einfach so gekommen. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich dieses Kapitel aufschlagen soll. Also ich spiel mit der Gitarre nicht auf einer normalen Stimmung, das ist eine ganz spezielle Stimmung. Ich habe mich einen Monat in Indien aufhalten dürfen und habe da Nada-Yoga-Unterricht bekommen. Also ich war in einem Bergdorf, da war wirklich nur dieser Purnaji, er hat halt viel über Nada-Yoga gewusst und hat mir dann diese Stimmung empfohlen für die Gitarre, was mir nochmals einen anderen Zugang geöffnet hat. Und ich bin einfach immer diesem Ruf gefolgt, dass ich, wenn es mir Freude macht, den kleinen Rahmen gegeben habe. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich alles da so. Ja, also das spürt man ganz deutlich. Ich habe dich jetzt schon, ich glaube, zwei, dreimal live erleben dürfen. Aber du sagst, es hat dir einen Zugang gegeben. Und gerade wo du dich hingesetzt hast auf diese ersten Klänge zum Einstimmen, als Einladung auf diesen Podcast wieder gespielt hast, da hat man wirklich gemerkt, wie du aus deinem Herzen heraus die Energien durch die Hände fließen lässt, wie du enorm verbunden bist und das einfach in dieser, ja, für mich wunderschönen Harmonie, in dieser Fülle, ich glaube, man sagt Sampurna, totale Fülle, wie du das so gewandelt hast und einfach diesen Moment wiedergegeben hast. Ja, die zweite Frage dazu. Was machst du jetzt genau damit? Was umfasst so gerade dein Feld? Was für Sachen gehst du nach? Du arbeitest das ja auch hauptberuflich und vielleicht magst du da einfach mal so ein paar Impulse reingeben, wie das da dazu kam. Hat das lang gedauert oder hast du gesagt, ja, das mache ich?
ist das nebenbei einfach entstanden? Erzähl einfach mal. Ja, gerne. Also es ist ein spannender Weg, finde ich, weil also wenn man den Sprung wagt, seiner Leidenschaft ganz zu folgen, dann geschehen meist Dinge, die eben nicht geplant sind. Und ich bin jetzt seit 3 Jahren in der Selbstständigkeit, eben hauptberuflich Klang, und habe aber auch lernen dürfen, dass ich zuerst andere Ideen hatte. Also die Gitarre war immer da, die Klänge waren immer da. Ich wusste eigentlich gar nicht, dass ich das will. Aber es ist immer wie klarer geworden. Also die große Kraft entsteht bei mir jetzt, weil ich eine Gabe habe, mich intuitiv für Klänge zu öffnen. Ich weiß, das ist genauso bei dir, lieber Niklas. Und ich habe das aber lange gar nicht so... Es war einfach normal. Das fließt. Es fließt. Und dass dieser Fluss letztendlich eine große Kraft erzeugt, auch für andere Menschen, und eine Einladung ist, sich einsinken zu lassen in einen Bewusstseinsraum letztendlich, wo halt, also es findet halt, ich höre immer wieder, es findet so ein Kontakt mit der Seele statt, wenn man sich ganz in Klänge einlässt, oder eben jetzt in diesem Fall so diese Gitarrenklänge, die können was Verbindendes haben, die einen erinnern, so an das wahre Sein, oder ja, wo komme ich denn her, oder wo schlägt mein Herz jetzt wirklich? Und ja, der Weg war, also lange Zeit war das eigentlich einfach eine Freude. Auch die erste CD, die ich aufgenommen habe, Shavasana Guitar, ich hatte einfach nur Freude, das war Spielen. Also es gab keinen Plan, damit irgendwas zu erreichen oder so. Ich habe wie viele auf GarageBand halt so, ah okay, da gibt es einen Recording-Button, habe das richtige Mikro gekauft. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber etwa ja, so. Ja. Es war Sommer, im Sommer gibt es nicht viele Events in den Yoga-Studios, ich hatte wirklich Zeit, ich war am Anfang der Selbstständigkeit, ich habe es einfach gemacht. Und das würde ich auch jedem empfehlen, immer wieder bei den Klängen einfach nur machen und mal, ja, es ist immer das Einfache, was letztendlich in eine Kraft führt, also wenn sich's einfach anfühlt. Und jetzt, um noch ein bisschen konkreter zu werden, was mache ich jetzt wirklich mit den Klängen? Also was mich gerade jetzt, so in den letzten Wochen, sehr berührt hat, eine ganz schöne Zusammenarbeit mit einer Demenzabteilung in einer deutschen Klinik, die benutzen Klänge, um eben Menschen jenseits der Sprache zu berühren. Und die sind auf mich gekommen und die haben mich gefragt, ob ich für diese nonverbale Ebene, weil es nur noch das eigentlich geht bei starker Demenz, ob ich da mich einfühlen würde und Musik, eben komponieren kann man nicht sagen, empfangen würde, auch für das Thema Übergang, also Sterben. Und das war auch für mich sowas Unglaubliches, dass das auch heutzutage ja, Offenheit besteht für sowas. Also, dass es das gibt an einer Institution, in einem Spital sozusagen, dass mit Klängen so gearbeitet wird und eben, ja, also soll ich sagen, es ist einfach so ein Geschenk, dass ich mit diesen Klängen Menschen erreiche, Situationen erreiche, von denen ich selbst mittlerweile gar nichts mehr weiß. Und da kommt auch so etwas Unmittelbares, also das, wenn jemand erkennt, okay, diese Art Klänge, die bewirken bei mir was, ich möchte mehr davon, oder ich möchte das, um meine Meditationen zum Beispiel zu unterlegen. Wenn jemand Meditationen spricht, solche Aufträge kriege ich immer wieder. Es ist ein weites Feld, Yoga und Klang, Sound Healing, also Sound Healing in Yoga-Studios, ja, und auch verschiedene, also Musiker haben oft viele Kollaborationen, und also es gibt auch Bandformate mittlerweile, also Seina Rehm ist so eine Band, wo wir immer eigentlich nur in die Verbindung gehen und es fließen lassen, wo Worte den Raum haben und Gesang und dann eben ganz feine Klänge, also noch feiner als das, was wir gehört haben am Anfang. Und das wird tatsächlich gefragt, also die Welt wandelt sich, glaube ich, so ein bisschen, dass wir nicht mehr tun müssen und nicht mehr erschaffen müssen. Also ich meine das metaphorisch, also wenn wir früher vielleicht einen Song schreiben, der dich mit Sicherheit in eine bestimmte Energie bringt, was ja was Schönes ist, was ich auch gerne nütze, aber das hat sowas mit in eine feste Form bringen, festhalten
und dann eben auch reproduzieren. Und also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich spüre einfach ganz stark, dass die Welt eigentlich Unmittelbarkeit braucht, nicht Reproduktion von etwas, was mal erschaffen wurde. Und eben mit Sainarim sind wir in diesem Bewusstsein, dass es einfach fließt in der Verbindung mit den Menschen, wenn sie im Publikum sind, und dem Ort oder mit dem Thema. Also wenn es mehr eine Albumproduktion ist, dann ist es halt ein Thema. Das ist auch ein Beispiel, Engel oder was auch immer. Und das, also daran glaube ich ganz stark, dass das die Welt bewegt, also zusätzlich bewegt zu den Klängen, die es schon gibt, die halt irgendwie festgehalten sind. Ja, also wir gehen jetzt da schon in eine bestimmte Richtung, ich gehe hier gern wieder zurück. Ja, das ist eine ganz, ganz interessante Aussage, gerade also erstmal mit diesem Menschen, mit diesen demenzkranken Menschen, mit denen du arbeitest, das ist ja auch einfach die Herzverbindung. Du fühlst dich aus deinem Herz in ihre Herzen, in den Raum rein und schaust, was brauchen die gerade? Was kann ich denen geben? Und das ist ja unwahrscheinlich wertvoll. Ich meine, du hast die Kids, die Jugendlichen, die gehen in die Disco und tanzen die ganze Nacht oder singen am Feuer, was auch immer. Und dann hast du diese Menschen, die sich eben nicht mehr erinnern können vielleicht und einfach nur noch so da sind. Und dann kommst du und ja. Also ich muss es vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Ich bin nicht direkt da im Spital, aber es war ein Auftrag, eben Musik aufzunehmen, Klänge aufzunehmen, damit die den Menschen vorgespielt werden können. Ja, okay. Aber es ist trotzdem sehr, sehr beeindruckend aus meiner Sicht. Sowas, das ist Zukunft. Also jetzt sind wir schon im späteren Teil gelandet. Und dann mit Sainarim, das finde ich auch eine sehr interessante Aussage. Wir kommen zusammen und lassen es einfach fließen. Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr gar keine Songs mehr schreibt, sondern einfach schaut, sowas liegt heute an, also da sitzen vielleicht 20 Menschen und wir sind im Wald und ihr schaut dann einfach, was mag da entstehen? Genau. Okay, also gibt es einen groben Plan, ihr kommt mit deiner Gitarre, vielleicht mit einer Klangschale, der andere oder auch du bringt seine Stimme mit und dann wird einfach geschaut, wie ist die Energie, wie ist die Stimmung? Genau. Also ein ganz wichtiges Element ist das Ankommen so in diesem Raum, wo das dann stattfindet, also physisch, aber auch im Fühlen. Und wir haben eigentlich immer eine Ausrichtung. Also es gab zum Beispiel eine Produktion zusammen mit Onitani, da wussten wir, okay, Healing Codes über Klang, das ist so die Ausrichtung. Und die Musiker haben sich teilweise dann noch gar nie, haben sich nicht gekannt, wir haben es einfach fließen lassen. Und also eben, das ist wieder dieses Fließen lassen. Also das heißt, mehr oder weniger, der den ersten Impuls hat, beginnt. Und die anderen folgen dann der Musik, weil, also, wenn man so Töne hat, dann spürt man ja oft, okay, wo könnte es hingehen? Und genau diesen Impulsen kann man eben dann folgen und eben auch vertrauen. Das ist die große Kunst, hat man ja im Leben auch. Kommt ein Impuls, okay, hab dich gehört, aber vertraue ich dir, folge ich dir wirklich? Und das ist sowas, was auch die Menschen in einer unmittelbaren Präsenz auch berührt oder energetisiert. Also wir haben jetzt eben auch zum Beispiel im Juni spielen wir auf One Spirit in Freudenstadt mit Sainarim und Onitani zusammen. Und da ist auch wieder die Ausrichtung Healing Code. Und obwohl es dieses Werk zu kaufen gibt, wird da was Eigenes entstehen, aber in dem Bewusstsein, dass eben über Klänge so, ja, man kann sagen, wie Codes kommen. Nicht alles geht direkt in eine Resonanz. Also bei jedem, es ist ja immer individuell, also wo passt der Schlüssel ins Loch, deswegen auch das mit dem Code. Das zeigt sich dann einfach so, wie es eben dort zum höchsten und besten Wohl ist letztendlich, weil das Wichtigste ist, dass es kein Wollen gibt, nicht auch irgendwas zu erschaffen oder so. Ich kenne das auch oft, dass es, also auch bei Soundhealing-Anlässen arbeite ich ja genau gleich, auch intuitiv, manchmal fühlt es sich zuerst leer an.
wie bei vielen Neubeginn, also wenn man in die Selbstständigkeit geht, ein neues Projekt, wie du sprichst von deinem Yoga-Studio, das da jetzt in die Welt findet, in deiner Heimat. Es ist oft die Leere und das muss man aushalten. Und das ist immer wieder auch so bei Konzerten oder bei Soundhealings. Am Anfang braucht es eine gewisse Zeit, bis die Energie zu schwingen beginnt. Auch wenn der Ton schon da ist. Ja, ich höre die Klänge, aber bis es so richtig da ist. Und da darf man eben nicht wollen, weil wenn man zu fest will, wird man oft zu schnell oder nimmt Einfluss, wo es gar nichts zu tun gibt. Und das ist das Faszinierende am Fließen lassen und am totalen Vertrauen eben in diesen Fluss. Ja, ja, du hast das passt auch wieder, du hast das vorhin schon gesagt, man muss einfach springen. So, und da gehört ja auch Vertrauen dazu, aber man muss so den ersten Schritt erstmal machen, so darauf zu horchen, auf den Moment, und dann kommt ein Klang, sich dann darauf einzulassen, und dann hast du zwei, drei Sätze später gesagt, es geht ums einfach machen. So einfach im Sein zu sein und ja, das einfach zu spüren. Ne? Mhm. Ja, also ich meine, es geht mir genauso, dass ich natürlich eine gewisse Vorstellung habe oder eine mega Vorfreude, wie jetzt auf unser Gespräch. So. Ja. Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich schon da. Ich muss es nur noch pflücken, ernten. Also es fühlt sich auch an wie Ernten jetzt gerade. Und trotzdem gibt es eben das Thema, immer wieder neu ganz in die Loslösung zu kommen. Also jetzt, wenn unsere Begegnung in dieser Unmittelbarkeit stattfindet, dann, ich kann mich erinnern an die Vorstellungen, also wenn, auch wenn es zum Beispiel aus einem Konzert wäre, ich habe ja ein gewisses Gefühl jetzt, sagen wir, für Freudenstadt. Und dann aber eben in die Stille gehen, wie wir das jetzt auch gemacht haben vor unserem schönen Gespräch, atmen, in die Erdung, in die Ruhe kommen und eben aus diesem Raum dann wirken. Und es ist ja keine Weisheit in dem Sinne, aber so funktioniert das Leben. Immer wieder in dieses, okay, ich bin ganz da und ich bin frei. Und aus dem heraus erschaffen oder eben erschaffen zu lassen, empfangen, ja, diese intuitive Welt, diese feinstoffliche Welt, die nicht immer so greifbar ist, die meldet sich dann schon. Ja, wundervoll. Magst du was von den Klangreisen berichten? Also wir haben jetzt schon die Gitarre gehört. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe jetzt deinen Flyer gelesen und sage, da ist irgendwas und diesem Ruf folge ich. Ich springe also, obwohl ich gar nicht weiß, was auf mich zukommt. Magst du mal so erzählen, ja, was passiert bei so einer Klangreise, bei so einem Soundhealing? Sehr gerne. Wenn ich da zu dir komme, wie kann ich mir das vorstellen? Also das ist eigentlich das Beste, wenn du keine Vorstellung hast. Aber ich sage jetzt gerne ein paar Worte dazu. Also das Wichtigste ist, dass du neugierig bist auf dich selbst und auf das, was die Klänge in dir berühren, antippen, anregen, mögliche Widerstände, vielleicht kommt auch einfach Müdigkeit. Und du stellst dir das so vor, dass du hast deine Matte, du kommst ins Yoga-Studio, du kannst sitzen, du kannst liegen, du kannst stehen. Dann gibt es eine kurze Meditation zum Ankommen, Verbindung mit dem Atem, einfach so dieses, okay, ich bin jetzt da, wir schwatzen ein bisschen, vielleicht gibt es eine Frage, ich sage etwas zu Klängen im Allgemeinen. Ja, und dann gibt es sicher eine gute Stunde, wo halt eben die Soundhealing-Reise dich dann mitnimmt. Und ja, da gibt es auch ganz verschiedene Elemente, also sicher viele Gitarren, aber auch Klangschalen, Gong, je nachdem, und auch andere so witzige Dinge, ich weiß jetzt gar nicht, ah, nee, das ist nicht mitgekommen, ich wollte gerade was zeigen. Also es ist halt immer so, dass eigentlich von der Erdung bis zur Öffnung in die ganz feinen Bewusstseinsräume alles dabei ist, und du wirst nicht immer alles gleich intensiv wahrnehmen, je nachdem, was du gerade brauchst. Und das Einzige, was du machst, wenn du präsent bist, du atmest und du spürst. Und du kannst natürlich, das ist immer die Aufforderung, Dinge, die dich gerade stören, in die Klänge geben. Also es gibt auch Klänge, die empfindest du vielleicht als unangenehm. Muss nicht sein, aber kann sein. Und da ist irgendwas. Und dann nimmst du das, sagen wir, einen Druck in der Brust oder im Bauch, und gibst den Klängen mit, so wie eine Wolke, die weiterzieht.
das ist das Einzige, was du aktiv tun kannst. Am meisten ist es einfach eine gute Idee, nur präsent zu sein, möglichst präsent zu sein in deinem Körper und in der Atmung. Und viele mehr Worte gibt es eigentlich gar nicht, weil es ist eine Erfahrung. Also Klänge sind ein akustisches Phänomen, so kennen wir eigentlich Klänge, aber eben auch ein energetisches Phänomen. Und den energetischen Teil kennen wir nicht so wirklich. Also das läuft so nebenher im Radio vielleicht mal was, was wirklich energetisch was auslöst. Und das ist das, was noch viel mehr Raum hat, als wenn zum Beispiel eine Freude hochkommt. Das kann auch ein Schmerz sein, natürlich, aber das sind Energien im Körper, die sich je nachdem lösen, wenn sie ein liebevolles Umfeld vorfinden, wo man sich gehalten fühlt. Und du machst eigentlich gar nichts. Ja. Man befindet sich sozusagen im Sitzen, im Liegen, hat es gemütlich, hat es bequem und ist am Spüren. Da ist dann eine ganz interessante Frage gerade hochgekommen von meiner Seite. Es geht also ins Fühlen und häufig, wenn man jetzt das Beispiel des Radio hat oder ein Konzert, was ich früher oft besucht habe, ein Rockkonzert, da ist die Menge irgendwie immer, ne, auf einem bestimmten Energieniveau und ist am Jubeln oder am Klatschen und man drückt sich also aus. Man bringt es immer sofort nach außen, aber ich glaube, in den Klangreisen, in diesen Soundhealings ist es ja so, da klatscht du dann ja nicht. Ne, da geht es dann, es gibt wahrscheinlich immer so Phasen, wo Klang ist und dann auch wieder Stille. Und man dann eben mit diesen Codes schauen darf, was machen die mit mir, wie wirkt sich das aus. Und da ist es dann wahrscheinlich die Kunst, auch den Mut zu haben, alles überhaupt anschauen zu können, was sich da zeigt, könnte ich mir vorstellen. Ja, also es geschieht das, was du letztendlich bereit bist, dass es angeschaut werden darf, dass es ins Bewusstsein, in die Wahrnehmung kommen darf. Also das ist in dir schon angelegt. Also es ist wirklich, es gibt immer Stille. Nach jeder sind es vielleicht so 4, 5 Klangeinheiten. Es gibt immer eine Stille danach, um zu schauen, wo war ich denn jetzt gerade? Es ist wie wenn man in die Ferien reist. Man fühlt sich vielleicht gut oder auch nicht gut und wenn man nach Hause kommt, hat man ein viel besseres Gefühl, wo man gerade war. Was hat es mit mir gemacht? Vermisse ich diesen Strand oder die Palmen? Und darum ist die Stille so wichtig, genauso wichtig wie die Klänge. Und da spürst du halt eben auch, ja, was hat es in mir angeregt? Nochmals anders, als wenn die Klänge gerade da sind. Und das ist eben ein großes Mysterium, auch für mich, was du sagst. Die aktive, die Rockmusik, so, das ist auch mega wertvoll. Also das hilft so stark, Energien zu wandeln, auch wirklich körperlich, total körperlich. Also es muss nicht Rockmusik sein, es kann irgendwas sein, klar. Elektronische Musik, die aber so eine Energie hat und die dann wieder auf einer anderen Ebene Soundhealing ist, weil eben da Energie freigesetzt werden kann, die sonst gar nicht in eine Lösung kommt. Also ich habe das immer wieder erlebt, dass ein Rockkonzert, das war Healing, durch und durch, weil da konnte sich so viel befreien von purster Freude über vielleicht auch eben schwieriges Wut oder so, was sonst nicht, Wut ist ja eigentlich nicht toleriert, wo soll sich denn das sonst zeigen? Aber dort hat das seinen Raum, also es geht mir überhaupt nicht um eine Wertung, wenn wir jetzt über Soundhealing sprechen, so wie ich das mache. Also ich habe auch lange Jahre, ich habe 20 Jahre Rockmusik gemacht mit CD und so, also wirklich so, ja. Ich kenne das und das ist genauso Healing, es ist einfach nur eine Wahl, die du für dich spürst, ja was brauche ich denn, habe ich das Bedürfnis aktiv über Klänge was zu wandeln oder brauche ich den geschützten Raum, geht es wirklich um die Heilung von den ganz feinen Dingen, die mir im Leben vielleicht zugestoßen sind oder vielleicht brauche ich nur Ruhe, ganz banal. Ja, da, wunderschön gesprochen, da, wenn man diesen Vergleich hat, also ich bin da ganz mit dir mit Rockmusik, hey, diese Wut, die, also gerade auch mal bei mir eine Riesensache gewesen, wann kann man denn schon mal grölen, wann kann man jubeln oder, ne, das, die Möglichkeiten waren jetzt auch gerade die letzte Zeit, ich sag mal, eher gering und da ist das
ja, es ist einfach Erlösung, ne? Also Befreiung. Auch ein Code, kommt wieder irgendein Schlüssel und passt dort hinein. Was für ein Segen. Und wenn man dann im Vergleich dazu diese Sound-Healing-Arbeit hat, ist dann mehr fast schon in die Entspannung, wirklich die Menschen in die Ruhe zu bringen. Also gerade in diesen Zeiten, ich als Yoga-Lehrer, als Yoga-Mensch, viel Burnout, die Menschen sind ausgebrannt, weil da viel zu viel von einer Sache geschieht. Und diese Klänge, die gehen dann so durch den ganzen Körper. Klang ist für mich auch immer eine unwahrscheinliche Verkörperung. Das heißt, ich spüre mal wieder meine Fersen, wenn ich da so liege oder wenn ich stehe. Oder ich spüre meinen großen Zeh, meine Wirbelsäule, was auch immer. So, was macht dieser Klang jetzt? Und was macht dieser Klang jetzt? Und da auch eben, wenn man dann so ein Spektrum hat. Die Gitarre ist vielleicht ein bisschen subtiler, ne, und baut so einen Teppich auf und dann kommt, du hast es gesagt, dann kommt zum Beispiel der Gong und manche sagen, ja, das ist Sturm oder sowas, wo man dann hinterher wirklich gucken muss, so, wo war ich jetzt, wo hat mich das hingeführt und was gibt es da, wenn alles Energie ist, wenn alles Schwingung ist, was enthalten diese Schwingungen, wenn alles aus dem Grund passiert, jetzt für Information, für mein So-Sein sozusagen. Ne? Ja, also das ist ganz beeindruckend immer wieder. Wo erreicht mich welcher Klang? Und eben wenn du über Gong sprichst oder eben auch die Mother Drum, die hat so eine total starke Message. Also ich sage es eine Message, aber ich meine damit auch eben das Berühren, egal wo im Körper. Und das Spannende, also geschieht ja eigentlich dann, wenn Klänge fürs Gehirn nicht mehr in eine Form zu bringen sind. Also wir wollen ja immer mitdenken, oder? Okay, ja, jetzt kommt dann gleich der Refrain. Oder, ja, ich kenne ja die Melodie. Oder was tut er denn jetzt? Und ja, dann fühlen wir uns safe, oder? Das ist das Halten wollen. Ja, wo bin ich denn? Ich möchte mich an der Musik halten. Das ist jetzt aber beschränkt möglich bei einer monotonen Drum, weil irgendwann klingt sich die linke Gehirnhälfte aus, das ist das rationale Verstehen, das Fassen, das Denken, die ist irgendwann, okay, too much, ich kann das einfach nicht fassen, aber es geschieht sowas von viel energetisch und dann kommen wir ganz in diese rechte Hirnhälfte, das ist dieses Fließen, das ist die Intuition, das ist das Sein und die Art Gitarrenklänge, wie ich sie spiele, empfangen darf, die folgen keinem Muster. Und ich habe, also gerade letzthin war ich bei einem Yin-Yoga- und Klang-Workshop zu Gast, eben als für die Klänge. Und da hat mir ein Teilnehmer ganz ein schönes Feedback gesagt. Er hat gesagt, also die erste Hälfte wäre immer damit beschäftigt gewesen, zu wissen zu wollen, was jetzt die Gitarre tut und was denn jetzt die Melodie eigentlich ist. Und irgendwann hätte er akzeptiert, dass es nicht um das geht, also um dieses Wissen wollen, was geschieht jetzt als nächstes, sondern er hätte dann erkannt, was der Unterschied ist zwischen Klang und klassischerweise Musik, wo Musik einem bestimmten Schema folgt oft und Klänge total frei sind. Und er hat sich mega bedankt für diese Erfahrung. Und das war sozusagen so Teufel links, Engel rechts, wie auch immer. Also irgendwann hat dann sein rationales Sein hat aufgegeben und dann hat er losgelassen, weil er gemerkt hat, es braucht in diesem Raum kein Fassen wollen, nur ein Beobachten, ein Sein, eben die Ferse, das Rückgrat. Wo ist das jetzt? Aber ja, was es genau war, ist nicht wichtig. Ja, ja, wow. Und das ist dann natürlich auch, wie ich finde, wenn man sich davon löst, so, daraus kann sofort was entstehen, weil diese Spur, diese Eisenbahnspur, diese Autobahn, bildlich gesprochen, die ist dann weg. So, du kannst auch einen anderen Weg nehmen. Und das eröffnet natürlich aus meiner Sicht dann im gesamten Leben unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Ja, also ich glaube daran, dass Klänge
Lehrer sind für uns, also wirklich Lebenslehrer, weil ich muss gerade lachen. Also einerseits Lehrer, wie man das kennt, also sie lernen uns etwas, aber sie lehren uns aus, auch wie ein Gefäß, das geleert wird. Und wenn wir diese Räume im Klang kennenlernen, können wir die auch, das überträgt sich, können wir die auch im Leben besser integrieren. Also dieses, okay, ich muss nicht verstehen, was mir gerade geschieht. Weil viele schwierige Emotionen entstehen ja dadurch, dass wir verstehen wollen, was geschieht jetzt mit mir? Werde ich sterben? Ja. Letztendlich, oder? Dann kommen so diese Fragen, kann ich mich da wohlfühlen oder nicht? Und der Verstand will irgendwas tun, um Sicherheit zu schaffen. Sagen wir in einer Beziehung mit einem Menschen oder in Bezug auf eine Arbeitsstelle oder eine Selbstständigkeit. Oder es gibt so viele Dinge. Und Klänge, die führen uns ja immer wieder dahin, wo wir gar nicht mehr wissen können und auch nicht fassen können. Und wir nehmen einfach an, was geschieht. Und in einem Soundhealing, das dann 1,5, 2 Stunden dauert, ist dieser Raum wirklich genährt. Und so, dass man wird gesättigt mit diesem Bewusstsein, dass man da einfach nur ist, nur da ist. Und deswegen auch, was du gesagt hast, mit Stress oder Burnout, oder war das im Vorgespräch? Ich weiß nicht. Ja, das hilft einfach so aus diesem Kino auszusteigen. Und oftmals sind ja im Tagesbewusstsein, wo wir ja halt arbeiten und so, gewisse Emotionen möchten nicht gesehen werden, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist halt was, was Raum kriegt, auch bei Soundhealings. Es ist einfach nur und verzieht sich wieder. Und das hilft so stark eben gerade bei Stress, ist ja manchmal so, dass eine Angst oder so nicht gesehen werden will oder sie ist zu endstark, dass ich überhaupt darüber spreche oder irgendwas so. Und ja, Soundhealing hat einfach eine große Kraft und ich würde jetzt gar nicht mit der Erwartung in ein Soundhealing gehen oder in eine Session bei dir mit der Mother Drum, dass ich da jetzt weinen muss oder so. Also es sind jetzt nicht diese absoluten Ausbrüche, die Linderung bringen oder beglücken, sondern es ist einfach so, okay, ja, ich sage jetzt mal, ich spüre gerade den Verlust meiner Großmutter, meiner Mutter oder meines geliebten Haustiers. Es ist irgendwie da. Also eine Teilnehmerin hat mir mal gesagt, sie hätte ganz intensiven Kontakt gehabt zu einem Pferd, das gestorben ist. Das war schon 2, 3 Jahre her. Und sie hätte nie mehr so intensiven Kontakt gehabt zu diesem Pferd, wie bei diesem Soundhealing. Vielleicht war der Geist da von diesem Pferd. Oder vielleicht war es nur eine Erinnerung. Das ist Interpretationssache. Aber solche Dinge haben wenig Raum im Alltag. Weil suchen kann man es ja eben auch nicht. Ist auch wieder so was Gemeines. Wenn ich jetzt sage, okay, und jetzt kommt die ganze Wut raus. Dann ist die Wut nirgends. Ja. Oder was es nach ihm ist. Ja. Genau, die muss schon irgendwie heraufbeschworen werden. Das ist ein wunderbares Beispiel mit diesem Pferd, finde ich. Wie es gibt ja auch natürlich seit Jahrtausenden die schamanischen Reisen mit der Trommel, mit diesen monotonen Klängen, um sich irgendwas anzuschauen, um Verbindung aufzubauen. Aber das mit dem Pferd gerade, wie Klang einfach als Brücke dient, in vielleicht eben diese energetische, in diese unsichtbare Welt. Das heißt, die Menschen spüren ganz eindeutig, wenn ich sowas jetzt von dir höre, wenn ich das wahrnehme, da ist noch was ganz anderes als das, ich habe die Augen offen und der Wind weht und die Sonne scheint, da ist noch eine, vielleicht was viel Größeres in uns, wo die Klänge in der Lage sind, uns hinzuführen. Ja, also die Klänge kommen an Orte, wo kein Wort hinkommt und wo kein Gedanke hinkommt. Die finden so ihren Weg und das finde ich das absolut Faszinierende. Und wie du sagst, diese Weite, die auch entsteht bei einer schamanischen Trommelreise oder eben dieses Monotone, das sind unfassbare Räume letztendlich. Man kann das nicht mehr fassen. Aber man kann beschließen, sich darin aufzulösen oder das einfach zuzulassen, das Einsinken. Und da letztendlich wird Klang ja auch Medizin, weil in dieser Weite ist immer Harmonie. Ja. Da ist es gut. Und
ich verstehe unter Medizin, also wenn Heilung geschieht, warum heißt es denn Sound Healing? Also mein Bewusstsein für Heilung oder für Healing ist eben, wenn etwas in Harmonie kommt. Also wenn wir zum Beispiel abgetrennte Bereiche haben in uns und die halt wieder heimkommen. Einfach, die sind einfach nur. Und in dieser Weite ist dieser vielleicht leere Raum, aber da ist alles verbunden. Und dann geschieht auch Heilung, ohne dass wir das mitkriegen müssen. Es kann unmittelbar was fühlbar sein, dass dich irgendwo was sticht oder drückt. Das höre ich auch immer wieder. Ich hatte da Schmerz. Oder ich hatte Schmerz an einem Ort, wo ich gar nicht Schmerz hatte, zum Beispiel. Danach ist es aber weg. Einfach nur, weil dieses Eintauchen ja, möglich war. Also man kann natürlich auch einfach auf dem Berg sitzen und in die Natur schauen. Da schwingt auch so viel. Also das ist auch eine wichtige Komponente. Es ist ja alles Schwingung. Klänge sind einfach hörbare Schwingung. Also wiederum, das Feld so weit zu öffnen, ist alles eigentlich eins und es ist alles verbunden. Und es sind einfach Ausdrucksmöglichkeiten. Klänge sind für mich auch eine Brücke wirklich aus den geistigen, spirituellen Welten in das Physische. Also es ist eigentlich die feinste Verbindung oder die feinste Form von Materie sind Klänge, weil es sind bewegte Moleküle, die wir dann hören. Also so ganz banal ausgedrückt, die kommen dann irgendwie im Trommelfell an. Und es ist diese Verbindung, die möglich ist, um eben feinstoffliche Schwingung hörbar zu machen. Aber die feinstoffliche Schwingung ist eben auch da, wenn ich mich in eine schöne Landschaft einsinken lasse. Es ist Klang. Du bist Klang, ich bin Klang. Also auch um das mal zu erklären, Nada Brahma, die Welt ist Klang. Ja. Deswegen ist sie eben Klang. Wundervoll. Ja. Und ich glaube auch, um das, was für mich ein ganz, ganz wundervolles Wort ist, was da auch immer passt, was ich auch in den Yogastunden eben immer wieder erlebe, wenn man dann in dieser Endentspannung, in diesen Entspannungsphasen, du hast den Körper bewegt und dann kommen die Menschen zur Ruhe und lassen ganz los. Und dann kann man die auf eine andere Art und Weise berühren. Und da passiert dann eben dieses Nährende. Ne? Egal, ob du auf dem Berg sitzt oder eine Stimme hörst, aber du kommst aus diesem Rhythmus von wegen, ich muss jetzt die Woche arbeiten und am Wochenende habe ich das, da kommst du raus. Du wirst einmal komplett rausgerissen. Und bist, ja, da ist... Wie du es gesagt hast, da ist einmal dieses Gefühl des Gelehrtseins so, und vielleicht auch dann genährt sein und zugleich eigentlich habe ich vielleicht Lust, ein neues Hobby zu beginnen. Also wieder dieser neue Blickwinkel. Eigentlich, oder vielleicht habe ich auch Lust, woanders zu wohnen. Hey, diese Klänge, ich wollte schon immer mal am Meer wohnen. Oder ich fahre jetzt in Urlaub. So ist es auch unwahrscheinlich. Ja, es ist echt schwierig in Worte zu fassen, so scheint es. Also du, das, was du sagst, ich glaube, das haben wir vorher so ein bisschen berührt im Gespräch schon. Diese Räume, sei das eine Yogastunde oder sei das Klänge, die schaffen letztendlich einen Raum, wo sich die eigene Seele wieder mehr in das Bewusstsein dehnen kann. Also dass die Impulse besser durchkommen. Es ist eigentlich so wie, es entsteht eine Art Kanal, über Körper oder über Klang, was auch immer, wo wir wieder hinhören, was da eigentlich tief drin ruft. Das kann auch, man kann auch sagen, das Herz. Es ist letztendlich egal, wie das genau betitelt ist, aber Yoga, Klang, Bewegung, Achtsamkeit, all das sind ja einfach Möglichkeiten, wie komme ich mit mir selbst in Berührung. Es ist Mysterium, ganz klar. Also. Ja, definitiv. Ja. Hast du aus diesen ganzen Jahren Erfahrung, hast du ein, zwei Highlights, Momente, die dich ganz besonders berührt haben, wo du vielleicht einfach so einen Wow-Effekt wahrgenommen hast, wo du mit offenem Mund da standest, vielleicht bei dir selber oder auch wie du andere Menschen berührt hast, gibt es was du da in den Raum geben magst? Ja, also es gibt da viele so Dinge, die jetzt aufploppen und ich muss mich entscheiden, welches nehme ich. Genau. Aber was Gott... Ich gebe dir zwei. Lieben Dank. Lieben Dank. Also was mir jetzt gerade... Also ich habe die...
so ein Aha-Erlebnis mit Clown war, dass durch Corona in dem Sinne ging ja vieles online. Und da habe ich wie neu lernen dürfen, dass Klänge eigentlich auch aus dem iPhone funktionieren. Und dass das ganz viel macht, dass da ganz viel ankommt und dass da ja, Berührung stattfindet und auch große, große Geborgenheit. Weil wenn man jetzt in seinem eigenen Raum sitzt, ja, dann hat man wie in anderen, also wirklich im eigenen Safe Space diesen Zugang zu den Klängen. Das mal das eine und das andere, also es ist lustig, es ist dieses Thema online, obwohl es jetzt eigentlich mich gar nicht mehr so beschäftigt, aber das zweite war, ich durfte im Rahmen der Global Harmony Unity, das ist eine Community, wo ich Gründungsmitglied bin, wir sind da verschiedene Menschen, Schirmherr ist Kurt Tepperwein und seine Frau Nada ist da auch, genau, wir sind da im Oktober an Kurt Tepperweins Geburtstag sind wir live gegangen mit dieser Community und da treffen wir uns jeden Donnerstag, sind 200-300 Menschen und noch einige auf YouTube, die lieber nicht in Zoom sind. Jedenfalls haben wir da auch mit Klängen immer wieder gearbeitet und in einer der ersten Wochen wollten wir dieses Feld, die eben, also das waren schon zu Beginn waren das 2.000, 3.000 Menschen und einige davon sind dann eben in diese Zoom-Begegnungen jeweils gekommen am Donnerstagabend und wir wollten über die Klänge dieses Feld spürbar machen. Wer ist denn da? Und wir haben dann, also ich habe die Klänge von meinem Zuhause aus dann eingespielt in Zoom, also das sind dann ganz feine meditative, also wirklich nur Soundwelten, aber auch über die Gitarre. Und dann war eben die Aufforderung, dass jeder für sich, der im Zoom dabei ist und das teilen mag, die Schwingung spürt bei ihm, was jetzt gerade schwingt, und dann einfach nur ein Wort reingibt. Und daraus ist eine Meditation entstanden, die man auch hören kann auf der Homepage von Global Harmony Unity. Und das war für mich irgendwie ein Booster oder so wie ein riesiger Aha-Moment, was da für eine Energie geflossen ist, rein, weil 300 Menschen sich nur auf die Klänge konzentrieren und in ihrem eigenen Fühlen die Kraft benennen, die jetzt da gerade kommt. Vielleicht klingt das jetzt abstrakt, dann entschuldige ich mich, aber das hätte ich nicht für möglich gehalten, weil mein Setting war, wie wohl du auch, du kennst einen Raum mit Menschen und den füllen wir mit Klang. Das habe ich gekannt und da habe ich die Kraft immer wieder erlebt, aber dass etwas eben virtuell so tief gehen kann, in einer neuen Form, so, das habe ich nicht gewusst. Und freue mich gleichzeitig total über die physischen Begegnungen. Und also mein Herz ist wirklich, ich umarme gerne die Menschen, es ist wirklich so, ich mag das Physische total, begleite gerne in einem Raum. Und trotzdem, die Welt wird kleiner. So die kleinen Lichter überall auf der Landkarte, so das kann man wirklich verbinden. Wow. Okay. Ja, ich lasse das mal unkommentiert. Bin da von der zweiten Nachricht ein wenig sprachlos. Also ich hätte das auch nie, sage ich doch was, hätte das auch nie für möglich gehalten, dass es online eben so sein kann. Aber an deiner Freude, an deiner Ausstrahlung daran, wie du das wiedergibst. Ja, wow. Wo beziehungsweise wie siehst du das Potenzial von Klang zukunftsorientiert? Was hast du vielleicht auch für Visionen? Wo möchtest du noch hin? Was gibt es für Ziele, wo du sagst, das möchte ich gerne noch machen? Und dann auch vielleicht, was steckt da noch hinter? Wo könnte das noch mehr zum Ausdruck bringen? In welchen Lebensbereichen könnte das noch hilfreich sein? Gerade jetzt, wenn ich zum Beispiel an die jüngeren Generationen denke, Klang verbindet auch, schafft eben diese Ruhe, bringt ganz viel Kraft, wonach auch wirklich viele suchen. Das ist jetzt von meiner Seite, aber wie siehst du Klang und was gibt es bei dir noch zu erreichen?
Wow, das ist ein ganz schöner Strauß an Möglichkeiten, wo ich mich jetzt einklinke. So. Ja, also jetzt für mich persönlich kann ich gar nicht so genau sagen, was ich noch erleben möchte, also, wie du das genannt hast. Ich folge der Musik, ich vertraue der Musik, also ich folge all den Impulsen, die kommen. Und das wird immer mit der Gabe zu tun zu haben, intuitiv mit Klängen zu arbeiten. Gerne in Verbindung mit Menschen, mit vielen Menschen, wo Publikum und also Publikum eben, wo das wie verschmilzt, wo eben auch das Verständnis ist, dass Stille und Klang wie Yin und Yang ist. Also dass nur weil du, sagen wir jetzt, nicht singst oder nicht klingst, was auch immer, bist du genauso Teil davon, weil der Klang ist eine Schwingung. Und wenn du die Frequenz hältst oder da mitgehst, dann ist dein Verdienst am gesamten Erleben genauso groß wie der Verdienst von dem Musiker, der jetzt da ja, Klänge macht. Und ich wünsche mir, das mag jetzt sehr eigenartig klingen, ich wünsche mir, dass wir Klang als Wesen kennenlernen und anschauen. Also, dass wir wissen, okay, da kommt jetzt ein Wesen auf Besuch. Wie möchte es sich denn ausdrücken? Okay, Gitarre, Klangschale, Stimme. Das ist wirklich wie eine Begegnung. Also wo es nicht mehr darum geht, ich drücke jetzt auf Play und höre mir das an, sondern also ich spreche jetzt wirklich so von diesen live aus dem Kontext entstehenden Klängen, dass es wie eine Einladung ist. Hey, ich lade dich ein. Also wirklich liebes Klangwesen, so in dem Stil. Also ich sage das natürlich nicht so. Und für mich ist es wie eine Energie, die ich einlade. Zeige dich bitte über mein Herz und sprich. Und da ist viel, viel Heilung und viel Einheit, viel Geborgenheit. Und wir dürfen da ganz viel verlernen, was wir eben glauben, was alles dazugehört, um mit Klängen in der Kraft zu kommen. Also vergesst mal Musikunterricht. Braucht es nicht. Benütze einfach deine Stimme, einfach Laute, die kommen. Oder nimm eine Trommel. Das ist ja alles da. Und schau, was sie will. Will sie laut sein oder nicht laut? Will sie einen Rhythmus haben oder nicht? Oder auch eine Gitarre, einfach nur mal eine Saite. Was macht jetzt die, wenn ich die anspiele? Weil das verbindet uns dann ganz mit uns. Es kann sein, dass eigentlich, wenn ich jetzt ein Instrument zu mir nehme, dass es mir sagt, hey, eigentlich will ich nicht gespielt werden, du brauchst Stille. Kann sein, es kommt nichts, oder? Also ich habe auch Momente, wo ich sehr schnell dann in die Stille gehe, wenn die Klänge irgendwie sich zurückziehen. Ja, also ich war wohl mal Japaner. Jetzt komme ich gerade in den Sinn, weil in Japan gibt es so eine Glaubensrichtung oder ich weiß nicht, kulturelle Prägung, Shintoismus, dass alles beseelt, jeder Baum, alles, jeder Gegenstand ist beseelt. Und ich glaube eben, dass Klänge genauso sind. Die sind beseelt und die sind wirklich ein Gegenüber. Ja. Ja, und dann wären wir da auch schon, es hat sich gerade schon so ein bisschen nach der Antwort zu meiner letzten Frage angehört für heute. Was ist in der Essenz, was ist deine Nachricht? Was bringst du, was transportierst du damit nach außen? Ja, Also, da möchten jetzt Worte gefunden werden für etwas, was irgendwie gar nicht richtig fassbar ist. Also, unser Verstand hat immer gerne Etiketten. Letztendlich ist es eine Kraft. Also, ich würde jetzt mal sagen, ich transportiere mich oder meine Seelengabe, meine Seelenkraft transportiere ich nach außen, mit dem Medium Musik, Klang in dem Fall. Aber ich kann jetzt nicht sagen, was es genau ist. Also das ist das, womit jetzt der Zuhörende in Resonanz geht. Also es ist eine Einladung in ein Bewusstsein, in eine Wahrnehmung, in eine Energie. Letztendlich folgen wir ja Menschen oft nicht, weil sie was Bestimmtes sagen, sondern wir mögen sie einfach. Und deswegen drücke ich mich so ein bisschen davor,
hier eine klare Antwort zu geben, weil sobald ich auch, ich habe für mich gemerkt, danach komme ich zum Ende, wenn man so eine Vielbegabung hat mit verschiedenen Dingen, die möglich sind, auch innerhalb Musik und Klang, es gibt immer den Ruf nach einer Entscheidung, okay, du bist Mantra-Musiker und das bist du jetzt. Oder du bist Soundhealer. Das sind alles nur Etiketten. Es ist alles und es darf alles sein. Und letztendlich ist es eben, Klänge sind immer das, was sie bei uns auslösen und wohin sie uns führen. Also folge der Musik, wenn du das jetzt hörst, folge deiner eigenen Musik, entdecke sie, sei neugierig und spiele. Ja, vielen Dank für diese bereichernden Worte. Zum Abschluss vielen Dank für das freundliche Gespräch, deine Anwesenheit und wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit, einen kleinen Moment in Klang zu versinken. Hat mich sehr gefreut, lieber Remo. Vielen, vielen, vielen Dank. Ganz vielen lieben Dank, lieber Niklas, dass wir diesen wunderschönen Austausch miteinander machen durften. Ah, ich umarm dich.